Unser guter Leon hat es schon echt nicht leicht. Er muss einen gefährlichen Job erledigen, der lebensbedrohlich ist. Und natürlich hat er es auch echt nicht leid, wenn es um die Liebe geht. Ja, im letzten Part hat uns nämlich Ada Wong endlich mal ihre Anwesenheit hat sie im letzten Part mal offenbart. Zumindest auch Leon endlich mal gegenüber. Nach 6 Jahren haben die sich mal wieder gesehen. Und ja, die Begrüßung war alles andere als jetzt, übelst krass emotional. Also, wie soll man sagen? Also, das ist halt typisch Ada und typisch Leon. Die Art der Begrüßung, die sind jetzt nicht so mit Freudentränen und sowas, so von wegen, oh mein Gott, du lebst ja doch noch. Und, das war alles andere. Ich meine, bestimmt freut sich Leon garantiert, dass Ada noch lebt, aber natürlich weiß er aber auch, was in der Vergangenheit passiert ist, ne? Dass Ada für irgendwen arbeitet und irgendwelche Sachen da ausheckt, ne? Die wahrscheinlich nicht gerade so legal sind. Und deswegen ist Leon auch da schon ein bisschen skeptisch, ne? Genau. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake. Ja, wir stehen hier vor einer riesigen, sieht aus wie ein riesiger Hof. Zumindest, es sieht zumindest aus, als wenn hier gleich nochmal echt die Bude abgeht. Oder echt die Party nochmal hier abgeht. Aber, ja, das werden wir doch mal herausfinden. So. Ich höre die schon. Ich höre die ganzen Gegner schon. Aber verehrter Mr. Kennedy, wo ist denn Ihre Begleitung? Sie meinte, Eintreffen mit dir reicht ihr. Wie praktisch. Ich war die vornehme Zurückhaltung sowieso langsam leid. Lassen Sie uns ein Spiel nach Sarasama. Oh Gott. Oh, Salazar, komm. Halt die Fresse. Halt die Fresse, Salazar. Oh nein, ey. Ja, der Salazar. Ist schon ein komischer Kauz, ne? Ja, aber guck mal, selbst Salazar hat irgendwie schon gecheckt, dass Ashley nicht mehr bei uns ist. Oh. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Ich hoffe, die ist nicht in den Händen von diesen Freaks geraten. Und guck mal, ey, wie die da stehen. Warte mal. Bam! Headshot. Komm, ihr müsst auch dran glauben. Bam! Geht doch. Na komm. Bam! Ja, Mann. So. Sind da oben auch noch welche? Nee, da oben scheint, glaube ich, nicht zu sein. Das ist auch mal schön. Okay. Oh. Mir scheint so, als ob es hier nicht weitergeht. ja, okay. Was machen wir denn nun? Oder müssen wir hier irgendwas abballern? Nee. Eindeutig nö. Hä, okay, aber was denn nun? Was machen wir nun, Leute? Hier muss es doch irgendeinen Weg weitergeben. Oder? Ach! Ja, natürlich geht. Es gibt immer einen Weg hier weiter. Oh. Oh, ihr habt mich erwartet. Da werden wir doch schon herzlich begrüßt. Shit. Guten Tag. Bam. Oh oh. Bam. Nicht schlecht, ne? Boah, Alter.
Lass es sein! Händler! Händler! Beschütz mich! Haha, abgeschossen! So. Oh shit! Boah, das ist geplatzt! Bah, wie eklig, Mann! Das ist geplatzt einfach! Dieser Spinnparasit! Okay, wo sind wir jetzt? Mir scheint so, als ob wir hier auch immer noch nicht alleine sind. Boah, was sind das für eklige Geräusche, Mann? Was? Oh, ii! Bäh! Oh Gott! Das ist eklig, Mann. Sind hier noch mehr? 100 pro. Oh. Nee. Oh, da wurde jemand schon angefallen. Da wurde echt schon jemand angefallen. Warte mal, ich kann irgendwas herstellen, oder? Ja, ich könnte das oder das herstellen. Gewehrmunition. Kann ich auch irgendwas herstellen? Nein, kann ich nicht. Shit! Oh, shit! Na, komm! Bam! Bam! So. Gekillt. Erledigt. Sehr schön. Alles klar. Okay, okay. Wie geht's jetzt hier weiter? Das ist jetzt hier die Frage aller Fragen. Was haben diese Hebel hier zu bedeuten? Warum kann man das zumachen? Und warum sollte man das tun? Ich weiß es auch nicht. Ah, guck mal, nee. Oh, deswegen. Weil es dann, aufgeht? Oder so? Weiß ich nicht. Obwohl ich. Ah, ach so. Ah, guck mal. Jetzt verstehe ich. Ah, warte mal, ist hier noch irgendwas Schönes? Nee, da ist gar nichts. Das ist von einem Fenster. Ich dachte, da wäre noch ein Gang. Okay. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir doch mal hier lang. Okay, wo kommen wir jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Oh. Guten Tag. Bam! Na. Da war ich doch schnell, oder? Oh, guck mal, da ist auch einer. Tschüss! So. Leon weiß sich zu verteidigen, würde ich sagen, ne? Der gute Leon S. Kennedy. Okay, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt da gerade? Eine verdammt gute Frage. Was genau sollen wir jetzt machen? Wir müssen ja irgendwie mal das Tor aufbekommen, ne? Müssen wir hier vielleicht irgendwas machen? Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, weil jetzt habe ich gerade keine Ahnung. Ah, guck mal, hier ist auch noch ein Gang, oder? Aber die... Boah, was? Alter, habe ich mich erschrocken.
Oh! Oh, shit! Shit! Alter! Ach nein, bin ich doof. Das wollte ich doch gar nicht so machen. Oh, Mann, ey. Ach, du Scheiße. Bahn! Gut. Nicht gut. Scheiße. Na komm. Ja, wo bist du denn? Jetzt komm doch. So. Haust du wohl ab? Es nimmt kein Ende. Nee, irgendwie nicht, ne? Oh. Der Nächste muss dran glauben. Der Nächste muss dran glauben. Na? Oh Gott, einer. Bäm. So. Alter. Dieses Ding überfällt einen von diesen Granados nach den anderen, ne? Boah, ey. Wie viel Munition ich jetzt verschwendet habe wegen dieser Kacke halt, ne? Oh Gott. Oh Mann, ey. Aber gut. Musste man halt anscheinend mal durch. Okay, aber wir haben ihn jetzt erledigt. Gott. Hoffentlich. Okay. Betätigen wir mal diesen Hebel hier. Oh. Ach, guck mal, da kann man dann hoch, oder was? Aber wieso sollten wir das tun? Hä? Okay. Agarradlo. Agarradlo. Oh. Sind ja auf einmal zwei von den Leuten, ey. Bäm. Und... Bam! Headshot! Ihr legt euch immer noch mit Leon S. Kennedy an. Solltet ihr besser... Nun ja, nicht tun. Wäre nicht so sonderlich ratsam, würde ich sagen. Okay, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Hier ist eine Tür, da kann man wahrscheinlich durch, oder? Kann man durch? Nee, kann man nicht. Verschlossen. Da kann man nicht durch. Was auch immer das heißt. Na komm. Na komm. Bam. Tschüss. Tschüss. Oh. Tschüss. Oh, der Arm ist weg. Langsam habe ich genug. Oh, nur noch ein Schuss. Toll. Ganz toll. So. Was ist jetzt dein Problem? Oder was war dein Problem? Oh, hi. So. Bam. Er ist down. Hallöchen! Tschüss! Aus dem Weg! Leon, ey. Aus dem Weg! Genau, aus dem Weg, wenn Kennedy vorbei möchte. Das solltet ihr tun. So.
Okay, warum haben wir das jetzt zugemacht? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Logik da einfach nicht so ganz. Irgendwie nicht so. Noch so einer? So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. Ja, mir auch. Ey, so viel Muni habe ich jetzt auch mal wieder nicht, ne? Bäm. Zwecklos. Ich verschwende bloß Munition. Ja, merke ich. Oh oh. Was machen wir jetzt? Ah, guck mal, hier können wir weiter. Haha. Oh oh. Guck mal, das können wir benutzen. Was auch immer das bringt. Ach du Scheiße. Einfach nochmal so ein Gigante, ey. Wow! Okay, warte mal. Jetzt kombiniere ich erstmal das hier. Und kann ich irgendwie wunderbare Munition... Ich kann nicht mal Schrotmunition herstellen. Das ist so ärgerlich, ne? Was machen wir denn? Warte. Wait. Shit. Mann. Toll. Hab ich ja wieder Tollen bekommen. Och nee. Jetzt auch noch einer mit Schilder. Haha, ja, kill deine eigenen Leute. Machst du gut. Ja, nochmal, komm schon. Ja, Mann. Und? Ach, scheiße. So. Oh, oh. Oh, shit. Das war gar nicht geplant. Ah, hier ist die Kiste. Und ich brauche Kraut. Dankeschön. Komm jetzt gerne nicht durch, oder? Ah, du Opfer. Okay, warte mal. Jetzt muss ich selber gucken. Hallo! Guten Tag! So. Alter, kommt jetzt erstmal hier so ein Gigante! Ah! Was so. Boah, Alter! Du bist doch wahnsinnig! Nicht schlecht, ne? Alter! Hier geht's nochmal richtig ab hier, ne? Das muss man ja schon sagen. Alter. Übertreib doch nicht gleich. Warte mal, ich muss kurz warten. So. Schnell. So, jetzt können wir auch durch. Yes. Eine Kanone. Hoffe, sie schießt auch. Ah, hoffentlich, Leon. Bestimmt. Wäre auch jetzt echt bitter. Ja, Mann. Nice Sache. Jetzt müssen wir nur irgendwie nach oben. Oh. Guten Tag. Na komm. Bam. Lebst du noch? Nein, die lebt nicht mehr. Och nee, noch nicht noch eine. Oh, schade. Oh, wir brauchen einen kleinen Schlüssel. Hast du einen kleinen Schlüssel? Nee, du hast gar wahrscheinlich keinen Schlüssel. Das war ja auch irgendwie... Oh. Ja, da war ich ein bisschen zu euphorisch, ne? So. Sag mal, wo kommt ihr alle her immer? Tschüss! Mann! Manometer, was ist denn euer Problem hier? So.
Gott. Komm mal, die nächste. Tschüss. Noch eine? Ne, ich hoffe, das war's. Okay. Dann zeigen wir mal diesen fetten Giganten, wo es lang geht. Denn wir lassen uns doch sowas nicht gefallen. Ah, es geht noch weiter nach oben. Es geht natürlich noch weiter nach oben, aber ich gucke mir ja erstmal natürlich hier, ob es irgendwelche Fässer gibt noch, ne? Mit mehr Kram. Aber es scheint gerade nicht. Okay. Und los. Okay. Tschüss! So, gibt es noch weitere Kandidaten? Oder war es das? Pff, das kann man auch einfach kaputt machen. Ganz toll. Ich beballer das Schloss. Aber nö, anscheinend gibt es erstmal sonst nichts. Der Giganten war anscheinend hier erstmal das Hauptziel, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Ja, wir haben ihn gekillt. Wir haben ihn gekillt, Leute. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das war aber auch wieder ein Ritt, ne? Oh, guck mal. Nein, ich habe keine Muni mehr dafür. Obwohl, warte mal. Könnten wir... Na, Scheiße. Können wir nicht. Wir haben nicht genug. So ein Mist. Wo kommen wir denn hier lang? Achso, hier kommen wir nur wieder dahin dann zurück. Boah, wie viele Schätze es hier gibt, ne? Alles klar. Oder kann ich mit der Kanone den vielleicht noch treffen? Ich weiß ja nicht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht. Wäre aber witzig. Obwohl... Hahaha. Sag tschüss. Oh, das war bestimmt bitter. Okay, weiter im Text. Aber sowas von weiter im Text, ne? Vielleicht treffe ich ja auch noch von dort aus ein paar. Weiß man ja nie, ne? So. Für den Fall aller Fälle. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt gar nichts gebracht hat. Okay, weiter geht's. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Oh. Was das jetzt auch immer gebracht hat, keine Ahnung. Oh nein. Schade, jetzt können wir gar nicht mehr hoch, ne? Jetzt müssen wir uns den stellen. Scheiße. Ah, Mist, ey. Diese Minen-Dinger habe ich auch nicht, ne? So ein Scheiß. Boah, was? Einfach nichts bringt. Na komm. Geh schon down. Na komm. Na komm. Vergiss dein Schild. Dein Schild ist im Arsch. Bam. Tschüss. Tschüss. Na, lebst du noch? Ne, ich glaube, der ist tot. Oh, wir haben ja fast gar nichts mehr an Muni. Es wird Zeit, wieder Muni zu bekommen. wäre schon schön. Lebst du immer noch? Was ist denn mit dir falsch? Oh, nö, der ist tot. Okay. Sehr gut. Okay. Death. Alle sind dead. Oh Gott, ey. Wir brauchen mehr Muni. Nicht so wenig. Was ist denn hier los? Wir haben so wenig, ne? Oh Gott, ey. Das ist doch nicht normal. Erstmal.
Erstmal wieder Pistolenmuni. So, jetzt haben wir wenigstens etwas. So, was ist hier? Ah ne, hier waren wir ja schon. Ach, das ist hier oben. Ah, okay. Ach so, damit haben wir das Tor da aufgemacht. Ah, so, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar. Alter! Sorry, ich hatte genug für heute. Alter! Erschreckt mich mal zu Tode, ey. Alter, okay, das kam jetzt echt unerwartet, ne? Das kam richtig unerwartet. Heftig. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Also, hier ist der Weg jetzt zerstört. Man kann eigentlich nicht mehr durch, aber doch, hier kann man nochmal lang, falls man nochmal zurück will. Alles klar. Gut. Okay, wo kommen wir jetzt an? Wann finden wir wieder Ashley? Finden wir überhaupt Ashley? Oder ist es zu spät? Wissen kann man es nie, ne? Aber wollen wir es ja mal nicht hoffen. Ey, da sagt er ja. Vergiss sie. Ihr ist nicht mehr zu helfen oder sowas, ne? Aber das wollen wir gar nicht erst riskieren. Wir wollen es ja nicht unversucht lassen. Oh, guck mal, da ist ein Rabe. Tschüss! Oh, tut mir leid, Rabe. Oh, bitter. Das sah bitter aus. Oh nein! Das ist doch dieser Irrgarten! Der Irrgarten hat es auch in Streamer geschafft! Ach du Scheiße! Tatsächlich! Ashley, wo bist du? Ja, wir werden sie hoffentlich finden. Hoffentlich. Ey, der Irrgarten hat es ins Remake geschafft. Wie geil ist das denn? Ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Kapitel beendet. Oh. Ah, wir haben Ashley wiedergefunden. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und, oh, okay, die Szene war schon echt ein bisschen emotional, ne? Also. Und generell, Ashley. Also, Ashley wirkt vom Charakter her wesentlich sympathischer und auch teilweise vernünftiger als im Original. Im Original merkt man noch richtig, die ist noch irgendwie ein bisschen kindlich und so, ne? Aber hier im Original gefällt sie mir halt deutlich besser, ohne Scheiß. Oh Gott. Und die Szene war schon ein bisschen emotional. Also, ich fand das mit den beiden echt cool. Aber war schon eine coole Szene. Okay. Gut. Weiter geht's. Kapitel 9, Leute. Kapitel 9. Oh, nicht nochmal speichern. Okay, wir machen weiter, Leute. Wir machen weiter.
Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Unglaublich, der Typ. Aber wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Nee, das hören wir natürlich nicht. Oh Gott. Zum Ballsaal gehen. Oh Gott. Oh Gott, Louis, Alter. Oh, Louis und Leon, die Kommunikation mit den beiden ist ja mal einfach nur geil. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Och nein, ey, ist das geil. Och Mann, ey, ich feier das. Ich feier das wirklich. Ich finde sowas richtig schön. Das liebe ich an Remakes, da hat man einfach nochmal die Möglichkeit, irgendwie auch die Verbindung zwischen manchen Charakteren einfach nochmal zu verbessern als im Original. Das ist wunderbar, das liebe ich. Sowas liebe ich total, ganz ehrlich. Ah, schön. Einfach nur schön. Das, wollte ich gar nicht. genau, sehr schön. Das haben wir doch gut gemeistert, Leute. Das haben wir wirklich gut gemeistert. Und dann würde ich sagen, Leute, dann würde ich doch tatsächlich sagen, ist das hier ein guter Punkt, um den Part zu beenden, oder? Oder? Was meint ihr? Finde ich schon. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part bei Resident Evil 4. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Ciao!